In der heutigen Folge machen wir zusammen Gummibärchen auf Basis von Gelatine. Zuletzt in der veganen Variante, heute mit Gelatine, Gummibärchen. Dazu hier meine bekannten Formen aus dem letzten Video mit Pipette, womit wir die Gummibärchen füllen werden. Da hinten habe ich einen Saft nach Wahl. Das hier ist Maracuja-Saft, könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Und hier Gelatine in gekörnter Variante. Da könnt ihr es mal sehen. Und natürlich alle Zutaten und Mengen unten in der Beschreibung. Wir schnappen uns einen Saft, ungefähr 2/3 der Menge. Es bleibt dann wirklich kaum noch was übrig. Das hier sind halt insgesamt 200 Milliliter gewesen. Dann kommt die gekörnte Gelatine rein. Die rühren wir gut um und dann lassen wir diese 10 Minuten quellen. Jetzt mal im Zeitraffer. Ich finde, das sieht auch relativ cool aus, muss ich sagen. Schwupp, ist die Gelatine aufgequollen und angezogen. Den Rest, ihr seht, der Topf ist kaum bedeckt, ist die Restflüssigkeit aufgewärmt worden. Es soll nicht kochen. Und unsere Gelatine-Saftmischung geben wir dann hinzu. Die schmilzt auch sofort. Wir rühren um, um den Prozess noch ein bisschen zu beschleunigen. Der Herd ist auch jetzt inzwischen aus. Die Restwärme der Flüssigkeit reicht, um die Gelatine aufzulösen. Es darf auf keinen Fall aufkochen. Nach einer Minute, würde ich sagen, ist die Gelatine auch komplett dann aufgelöst. Und unsere Flüssigkeit für die Gummibärchen ist dann auch schon fertig. Da oben seht ihr jetzt die Flüssigkeit. Wir schnappen uns eine Füllpipette und dann geben wir die Flüssigkeit dann in unsere Förmchen, so wie hier. Ich zeige euch das mal im Kurzen her. Und so wie es dann gefüllt ist, schiebe ich das für 10 Minuten ins Eisfach und dann sind die Gummibärchen auch schon gestockt und fertig zum Verzehr. Ich habe hier eine kleine Schüssel, so eine Lage, sage ich mal, mit 50 Gummibärchen mal als Beispiel genommen, damit man auch sieht, wie es ausschaut. Da geben wir jetzt die Gummibärchen heraus. Das mache ich jetzt mit der gesamten Lage. Und am Ende bleibt mir wie immer nur zu sagen, Bon Appetit!